Puh, können wir hier drin wieder speichern? Nee, wieso können wir nicht speichern, verdammt. Irgendein Fehler. Ja, dieser Raum hat eigentlich auch mal wieder keine inhaltliche Relevanz. Ich fand aber einfach das Gefühl besonders spannend, dass Edna jetzt hier im Inneren dieses Lieferwagens, dieses Parkenden rumschleicht, während draußen halt der Fahrer gerade eine Pinkelpause macht. Einfach irgendwie ein spannendes Gefühl. Außerdem gab es sonst so wenig helle Räume in dem Kapitel. Muss wohl auch mal sein. Abgeschlossen. Dann Benutzer. Abgeschlossen. Wieso kann man dich nicht öffnen? Warum weht der Wind? Warum wächst das Gras? Warum ist es nachts kälter als draußen? Wie Harvey mit Tür. Was hältst du davon, Harvey? Es ist eine Tür. Sie führt zur Seite. Im Fachjargon nennt man das dann Seitentür. Crazy. Du machst mir Angst, Harvey. Oh, was ist das denn? Ach ja, das Armaturenbrett. Es funktioniert wie ein richtiges Armaturenbrett. Man kann am Lenkrad rütteln, man kann den Aschenbecher auf und zu machen, an der Lüftung spielen und man kann halt die Pedale treten und muss es auch teilweise, um halt den Gang rauszunehmen, Handbremse kann man lösen und so weiter. Am besten gefällt mir allerdings tatsächlich, dass man die Hupe drücken kann, obwohl das so eigentlich das Letzte ist, was der Spieler will. Man kann es ja trotzdem machen. Okay. Warum auch nicht? Hey, was ist das? Ist da jemand im Auto? Aber pinkelt fröhlich weiter. Na gut. Der Anzünder fehlt. Was haben wir noch? Lüftung. Der Zündschlüssel fehlt. Kupplung, Bremse. Das Lenkradschloss ist aktiv. Na gut. Ich krieg den Gang nicht raus. Dann müssen wir wohl erst die Kupplung treten, dann den Gang. So. Oha! Das Auto beginnt zu rollen. Yay, schnell raus. Hey, was soll das? Stopp! Tucker, 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 tucker. Und da rennt Blase. Schön. Cool. So, jetzt Harvey mit Brückengeländer. Guck mal, Harvey, ein Brückengeländer. Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Och Mann, Harvey, jetzt hast du das ganze Rätsel verraten. Oh, das gibt's doch nicht. Oh, ich dachte, ich gebe mal einen Hinweis. Du bist so ein Trottel. Was soll denn das für ein Hinweis sein? Eine gute Stelle für ein Abschleppseil. Oh Mann, das ist doch kein Hinweis. Das ist die Lösung aus Posaun. Sorry. Ganz cool. Jetzt hast du dem Spieler den ganzen Spaß verdorben. Das zwischen den Screens hin und her gerenne, die sinnlose Herumprobiererei, das Pixelhunting und schließlich das Online-Gehen und in der Komplettlösung nachlesen. Böser Harvey. Böser Harvey. Ah, schön. Schön. Nee. Schade, dass es von den Aufnahmen keine Bilder gibt. Ey, das wäre so schön gewesen. Die standen ja wirklich beide zusammen in der Sprecherkabine und haben ja, dadurch konnten sie ja so gut interagieren. Also es war jetzt nicht so, ja, jeder sagt seinen Satz, sondern dadurch entstand das erst. Ich denke mal, in dieser Sprecherkabine sind einfach viele Dialoge entstanden, die vorher so gar nicht im Spiel vorkamen, die dann erst dadurch ins Spiel geschrieben wurden. Es ist herrlich. Es ist herrlich. Es wäre echt schön, mal mit denen zu reden selber und so, die auszufragen, wie das so war.
Schön. Schön. Ah, herrlich. Ich werde nicht mehr. Hui. Dadurch, ja, durch das Abschleppseil, ne? Haben wir natürlich jetzt hier zu über den Fluss. Ein nicht nur besonders atmosphärischer Screen, sondern auch sehr aufwendig. Ich habe hier immerhin eine der größten Spezialanimationen für Edna verwurstet mit insgesamt unglaublichen 8 Frames. Außerdem diese schöne Hintergrundanimation dieser Wasserstrahlen. Man kann nur hoffen, dass der Spieler diesen Raum zuerst betritt, bevor er die Quelle dieses Rinnensaals auf dem Brückenscreen entdeckt. Das verdirbt so ein bisschen die Schönheit des ganzen Screens nämlich. Okay, das haben wir natürlich jetzt nicht. Das Rinnsal, was da so von oben kommt, das ist dann bestimmt Blase, der runterschifft. Jui! So. Sind wir jetzt hier? Ja, für diesen Screen wurde eine Aktion geschrieben und aufgenommen. Für eine Item-Kombination, die niemals passieren kann. Und zwar benutze Abschleppseil mit Fluss. Das kann ja gar nicht passieren, weil man das Abschleppseil bereits an die Brücke gehängt haben muss, um sich rüber zu schwingen. Deswegen vollkommen sinnlos. Ich war offensichtlich sehr müde, als ich diesen Raum gescriptet habe. Aber besser zu viel als zu wenig, nicht wahr? Sehr interessant ist, dass die Reaktion ist, wir haben jetzt keine Zeit zum Angeln. Wir sind ja nicht in Azeroth, was nochmal einen daran erinnert, dass tatsächlich Edna bricht aus nicht so alt ist wie World of Warcraft. Und bei der Gelegenheit erinnere ich mich gerne daran, dass mich Edna bricht aus tatsächlich von World of Warcraft gerettet hat. Weil als ich Edna bricht ausmachte, hatte ich keine Zeit mehr dafür und habe es danach nie mehr angefangen, weil natürlich alle Leute an mir vorbeigelevelt haben. Aber ich drohte süchtig zu werden. Edna bricht aus hat mich quasi zweimal gerettet. Einmal von meinem Studium und einmal von World of Warcraft. Danke, Edna. Bitte. Also, Pogi war WoW-Spieler. Okay. Gut zu wissen. Ja, das mit dem Angeln, das Angeln braucht Zeit in WoW. Das ist einfach, ja, das ist ein schöner Gag. Schade. Tief und unergründlich. Schade, dass es das nicht gibt als Gag hier jetzt. Ich glaube nicht, dass man vom Mondschein wirklich sauber wird. Seit wann legst du Wert darauf, sauber zu sein? Naja, sonderlich dreckig wird man vom Mondschein sicher auch nicht. Du hast recht. Vergiss das mit dem Bad. Okay. Geht nicht. Das Schloss ist zugerostet. Na, wir haben ja ein Antioxidationsmittel. Mal sehen, wie gut dieses Zeug wirklich ist. Cool. Friedhof. Wessen Grab haben wir hier? Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Okay. Was haben wir hier? Sieglinde. Eiskunstlauf bis in den späten Frühling. Also, nochmal hier. Hier liegt Henry Miller. Er wurde in jedem Jahr Trinkmeister. Okay, Trinkmeister, Eiskunstläuferin. Ja, dann gucken wir mal hier. Hier ruht Mattis Konrad? Das hier ist das Grab meines Vaters, Harvey. Also stimmt es. Er ist wirklich tot. Was mache ich nur, Harvey? Wo soll ich bloß hin? Beruhige dich, Edna. Lass uns einfach an unserem Plan festhalten. Wir schlagen uns nach Hause durch und dann suchen wir belastendes Material gegen Dr. Marcel. Man wird sich dann schon um uns kümmern. Oh. Edna's Vater. So, wir befinden uns jetzt endlich auf dem kleinen Gelände der Kirche, also hinten auf dem Friedhof. Die Kirche hat ja bekanntermaßen einen Wiederauftritt in Harveys neue Augen. Das heißt, wir nähern uns diesem Bereich von Edna bricht aus von der anderen Seite. Pogi, halt die Klappe. Und hier gibt es halt eine ganz exklusive Überschneidung. Und zwar haben wir als kleinen Easter Egg diesen Screen eingebaut. Lilly betritt vom Kirchhof aus. Kann sie diesen Screen betreten, guckt sich einmal kurz um und geht raus. Besonders imposant ist da natürlich der Vergleich
der Auflösung. Wir haben den Screen in Originalauflösung drin, also mit 800x600. Und es ist nur so ein kleines Rechteck auf dem Bildschirm, das ja HD-Größe besitzt. Kein Wunder, dass sich Lilly da nicht lange aufhalten will. Wir jetzt auch nicht. Schnell runter hier. Ja. Sonst finden wir noch Mattis Grab. Zu spät. Ach, Poki. So, die Kirche. Wieso kann ich hier keine Sachen einstellen? Das ist ärgerlich. Na gut, ja. Fragen wir nochmal Poki. In Harveys neue Augen habe ich mich entschieden, diese Location, auch wenn es wirklich genau exakt dieselbe Location ist, aus einer anderen Perspektive zu zeichnen. Ja, hatte hauptsächlich Gründe von der Bildaufteilung her, aber es ist irgendwie ganz schön. Ich mag es, wenn man halt denselben Ort nochmal aus einem anderen Blickwinkel sieht. Das gibt diesen Orten halt irgendwie mehr Realität. Im letzten Screen habe ich es nicht erzählt. Die Grabinschriften, eine sehr alte Kunst im Adventure-Genre, lustige Grabinschriften zu verfassen, kommen von René Anhaus. Die hat er damals geschrieben. Ja, hier vorne in diesem Grab ruht offenbar Hans-Peter, Staubsaugervertreter. Das ist gemein, dass es lustig ist. Aber es ist lustig. Es ist flach. Klaus-Peter, Staubsaugervertreter. Poki, Entschuldigung, aber ich finde es flach. Es, ja. Hinter dem Tor führt eine Straße zu unserem alten Haus. Also es ist im Prinzip so unwitzig, dass es schon wieder witzig ist, wie du dich darüber aufregst. Oder nein, nicht aufregst, sondern beömmelst. Ja, wir gehen mal hier zu unserer Tür und sagen jetzt mal ganz klassisch Bye-bye für diese Aufnahmesession. Bis zur nächsten. Dann geht es in der Kirche und vielleicht auch mit dem Finale weiter. Also, schaut rein. Tschüss.